So, willkommen auf Claudias Basteloase. Ja, ich habe heute wieder ein Haul von mehreren Action, TD. Ich habe diesmal sogar auch Daphne Starry dabei und den großen Arm. So, im Action habe ich das neue hier gefunden. Das ist auf Papierbasis. Das will ich mal ausprobieren. Könnte man ja eigentlich gerade mal reingucken. Aber sieht schon nicht schlecht aus. So Miniatur mit Gebrauchsanweisung. Ist ja cool. Ja, mal gucken, wann ich das die Tage mal mache. Wenn ich damit fertig bin, zeige ich es euch. Aber ich habe gedacht, diese Spielerei muss mit. Dann habe ich noch ein paar für mich neue Stanzen gefunden. Haben wir einmal so eine große Foto. Collage kann man hier raus machen. Und dann habe ich hier noch einen mit einem sehr großen Tag. Da könnte man das hier alles kreieren. Oder natürlich auch was anderes, je nachdem. Dann habe ich mir hier so ein Dekostoff. Ich glaube, das müsste Seide sein. Stand zumindest drauf. In grün. Sorry, dass das knistert, aber ja. Doch. Finde ich cool. Dann habe ich gesehen, gibt es neue Stempel. Da habe ich einmal diese schöne Katze. Diese schöne Blumenstrauß mit Tulpen. Dann den kleinen süßen Hund mit Krone. Der musste mit, ich weiß nicht warum, aber irgendwie schockte. Dann habe ich mit den mit dem Heißluftballon die Sonnenblume und der musste unbedingt mit. Da habe ich das ganze Regal durchgewühlt. Erst war der letzte, den ich noch gekriegt habe. Freu. Ja. Dann bin ich weiter Richtung nach Hause bei Teddy vorbeigefahren. Da habe ich mir dann dieses Kraftpapier geholt. Ist ziemlich locker. Ich denke mal, das ist ein 80er, nee, 90er würde ich eher sagen. Ne? Ich weiß nicht, da gab es mehrere von. 120er Grammatur. Ach, cool. Einmal so ein kleinen mit 50 und einen großen mit 100 Blatt. Aber ich denke, der kleine reicht mir erstmal. Dann habe ich mir hier so einen Stoff gekauft. Der fühlt sich an wie Kunstleder in matt. Jetzt steht das hier nicht irgendwo drauf. Fabrikat 50 mal 70 cm. Nee, steht nicht drauf, aber ich habe gedacht, vielleicht mal für so ein Journal um mein Cover dort zu gestalten, denn ich habe auch schon vieles gesehen, auch bei der lieben Jutta vom Funkelkram.
Habe ich gedacht, das nehme ich mal mit. Das habe ich nur einmal in hier in dunkelbraun. Und einmal in hellbraun. Oder dunkelbeige. Weiß ich nicht. Ja, das musste mit. Dann habe ich in einem der Videos gesehen, dass man auch mit Karteikarten ein paar schöne Text oder Postkarten mitmachen kann. Das musste dann auch mit. Ja. Ja, das war. Ich pack das mal zur Seite. Dann habe ich beim großen A bestellt. Von Globaland. Drei Stempelsets. Einmal so hier die länglichen. Dann die hier, die Tickets. Und jetzt brauchen wir ein Stück Papier. Einmal dieses schöne Vintage-Set. Einmal im großen Briefmarkenformat. Das misst 7 cm mal 10. Auch hier wie so ein Briefumschlag. Ja, Postkarte. Ja, das musste mit. Und dann ist angekommen mein Tim Holz Bittenschneider. Ich habe ihn auch schon ausgepackt. Ich habe ihn auch schon ausprobiert. Also ich müsste euch mal ein bisschen weiter wegnehmen. Also ich finde den richtig cool. Ich hier irgendwo. Ach, ich nehme mal das hier. Da habe ich auch schon ziemlich lange drumherum. Und jetzt habe ich ihn endlich bekommen. Geht schnell und einfach. Brauche ich nicht lange mit meinen Fingern reißen. Fand ich gut. Durfte bei mir einziehen. Und dann liebe ich ja Daphnes Diary. So, dann habe ich auf deren Webseite den neuen Kalender schon gefunden. Ich habe ihn letztes Jahr auch schon gehabt und ich finde ihn eigentlich richtig mega. Und dieses Jahr gibt es sogar noch ein bisschen mehr Extras. Und zwar so hier so kleine Die-Cuts, die man damit reinnehmen kann. Ich habe da schon mal ein bisschen reingeluschert. Finde ich immer richtig mega. Hier so ein Tag. Lesezeichen. Eine Karte. Happy Birthday. Und eine Schablone. Und hier noch irgendwie so eine Art Tastaturenaufkleber. Ja, ach, das packe ich nachher wieder ein. Und das Schöne daran ist, es ist nicht nur hier vorne, sondern diesmal auch ganz hinten eine so eine Tasche mit noch mehr. Da habe ich mich ja richtig drüber gefreut. Hier sind so Sticker. Hier kann man sich auch nochmal hier die Seiten mit bekleben. Habe ich letztes Jahr gemacht, werde ich dieses Jahr glaube ich nicht machen, weil irgendwo hat es mich doch ein bisschen gestört. Dann gibt es hier so Streifen, die man
ausschneiden kann, Entschuldigung. Ein schönes Lineal. Und auch wieder so ein schöner Tag. Ja. Und dabei habe ich gesehen, dass Daphne's Diary auch einen Kalender hat. In Schrankformat. So Leute, ich schwenk euch mal rüber. Der steht nämlich jetzt hier. Mal ein bisschen hochnehmen, weil der ist auch ziemlich hoch. Ich müsste jetzt, ich habe da so ein 30 cm Lineal. 40 sogar. Ich den jetzt auf den Boden setze. Der ist doch ein bisschen höher. Ne? Und jetzt hier. Was steht da? 25. Ja. Der durfte bei mir einziehen, weil erstmal ist er DIY. Das heißt, es wurde auch mit Liebe gefüllt. Der Inhalt, ich nehme euch mal ein bisschen tiefer. War klar, dass es doch ein Licht macht mit. Also er ist abgestimmt auf die ganzen Zeitschriften, die es im Jahr gibt. Und das Schöne daran ist, die Boxen hier haben alle Nummern und wenn man sie umdreht, kann man den Schrank das ganze Jahr über benutzen. Ich jetzt hier zum Beispiel mal die 10 hier rausziehe, wir wollen ja nicht reingucken. Da ist hier so eine kleine Blume und wenn ich dann umdrehe, ja, somit kann ich dann meinen ganzen Kleinkram damit reinschmeißen, sobald der Dezember vorbei ist. So, last but not least. Daneben ist der Kalender von Kreativbund. Ja, und ich glaube, im Dezember werde ich euch mal mitnehmen. Ich schätze mal so alle 3 Tage vielleicht. Dann so 3 Türen aufzumachen. Vielleicht bei dem weiß ich, kann ich mit euch noch was basteln. Bei Daphne's Diary weiß ich nicht, kenne ich nicht, lerne ich kennen den Kalender. Beziehungsweise den Schrank. Und dann mal schauen. Ja, ihr Lieben, das war's erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Falls dir mein Kanal interessiert, einmal abonnieren. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Tschüss.